Come everyone. Buenos dias, dobrý deň, bienvenue, willkommen, willkommen. Today we play Rebel Empire again. Let's do this. Of course, it's crashing. What a great start. Let's restart it. We can watch the trailer. The wonderful lagging trailer. Way Empire, yeah. Okay. Let's load autosave. I think this is the newest. Industriespionage? Ha, offensichtlich weißt du dir ja nicht anders zu helfen. Okay. Baltimore, Toledo. Ein Saboteur. Atlanta. Sabotage. So. Baltimore, Toledo. Toledo? Where are Toledo? So etwas gehört sich nicht, du Lümmel. Augusta, Knoxville. Toledo. Kleiner Bahnhof reicht da aus. So. No money.
Dang. I need more money. Ich hatte ja schon als Kind eine Holzeisenbahn. Du auch? Oder hast du die immer noch? Sonator. Hunderteintausend habe ich nicht. Macht dir das etwa Spaß? Drück mir nicht auf die Pelle! Baltimore und Toledo sorgen Baltimore für 100.000 Einwohner. Hallo Tanja. Na, wie geht's? Wie steht's? Und hallo Rebecca. How are you doing? Choo choo. Gleich essen, das ist gut. Essen ist immer gut. Moment. Hä?
halt schon hier. What is going on? Können wir hier eine Universität bauen? Nee, natürlich nicht. Das klingt gut. More points. Ich wollte noch einen Versorgungsturm hier bauen. Irgendwas stimmt hier nicht. Ist hier zu laut gedreht oder was ist das hier schon wieder? Jeder Tastendruck wird hier aufgenommen. Moment. Lautstärke-Mixer, Soundeinstellungen, Soundsystemsteuerung. Options 74, yes. Damn you, Windows. Damn you. Why? Windows has changed. Changed my sound from microphone. Sorry. Glaub mir, es ist nicht leicht, in dieser Männerwelt zu bestehen. Diese alten Herren mit Bart und Frack glauben, dass ihnen die Welt zu Füßen liegt. Und die Frauen sowieso. Aber von mir sollen sie das nicht erwarten. Was love at first sight. They plowed through the morning and into the night with teeth rotten black and a rank leather hide. This hideous creature, his bestial bride. And a hey-ho, he's plowing a troll. The gods only know how the key fits the hole. A cavernous cave for his puny old pole. And a hey-ho. After time, his excitement had started to droop. He groaned at her farts and her cold onion soup. The troll fixed his eye with a scowl made of stone. And when the guards came around, all they found were his bones. And a hey-ho, he was plowing a troll. The gods only know how they keep in the hole. No burial mound and no rest for his soul. Because hey-ho, he Danke was für das Vertrauen. No.
Ein Heizer. Let's do this. Wenn du genug Aktien deines Konkurrenten besitzt, kannst du mit ihm fusionieren und dir seine Strecken und Gebäude einverleiben. Dein Konkurrent ist damit für immer aus dem Geschäft. Sehr gut. Du hast nun dein erstes Aktienpaket eines Kontrahenten in deinem Besitz. Mhm. Einige Leute meinen, dass ich einen Mann einstellen soll, der an meiner Stelle die Verhandlungen führt, weil ich vielleicht nicht ernst genommen werde. Ha! Doch wo bliebe da für mich der Spaß? Ich verstehe schon. Du willst an meinem Erfolg beteiligt sein. Es kann sein, dass gleich ein Herr mit zweifelhafter Reputation und schlechten Absichten bei dir vorbeikommt. Was haben wir denn hier alles? Ein Professor.
Es kann sein, dass gleich ein Herr mit zweifelhafter Reputation und schlechten Absichten bei dir vorbeikommt. Ah, das wollte ich aber nicht. Dich kriegen wir auch noch. Maybe somebody wants a crate. Und Zeta. Das war ja noch einfacher, als einem Kleinkind das Sahnekonfekt zu stehlen. Nein, nein, nein. An deiner Stelle würde ich auch bei mir investieren. Da fehlen nur 80 Millionen. Was dagegen, wenn ich mich breit mache? Wenn du keine Industrie errichtest, mach ich's. What else we can do? Wachmann.
Den stellen wir ein. Dann gucken wir mal. Machen wir das hier, Washington, New York. Da setzen wir den Wachmann auf. What can we do? We can do. That's not possible. What that? Das ist ja wohl die Höhe. Mein Bahnhof war zuerst da. Ich wollte dir noch mitteilen, dass ich etwas für dich habe. Hallo, Erik. Es war reines Glück, dass der Bandit einen bewachten Zug ausgesucht hat. Nein, doch. Oh. Congratulations. Here your crate and thanks for the donation. Thank you, thank you, thank you. That's a yes in the predictions. Der Wohlstand an der Ostküste wird immer größer. Das gefällt mir. Viele Orte liegen mir am Herzen, vor allem Baltimore. Doch dieser Wohlstand macht auch träge. Ich hoffe, es gibt noch genug Menschen, die wie ich den Drang verspüren, weiter nach Westen reisen zu wollen. Können wir noch was anwenden? Oh, das ist ja nicht schlecht. Was fällt dir ein, hier einen Bahnhof zu eröffnen?
2.4 Millionen Reward. Okay. Okay. Endlich ist in dieser Stadt mal was los, findest du nicht? Da habe ich ein echtes Schnäppchen gemacht. Es läuft für dich besser, als ich erwartet hätte. You missed me yesterday, really? But I was needing a time out. Okay. A nice upgrade. No. I want this. Husch, husch! Lass die Erwachsenen in Ruhe Geschäfte machen.
Es kann sein, dass gleich ein Herr mit zweifelhafter Reputation und schlechten Absichten bei dir vorbeikommt. Ich habe jetzt einen Mitarbeiter mehr, du hast einen weniger. Habe ich mich etwa von deinem guten Aussehen einlullen lassen? Das passiert mir nicht nochmal. Ja, ich habe den Saboteur geschickt. Aber woher sollte ich denn wissen, dass du kein Wachpersonal hast? Sehr schön, was mir mein Spion aus deiner Forschungsabteilung alles mitgebracht hat. What? Manche Menschen bemerken einfach nicht, wenn sie unerwünscht sind. JDMP, hallo, willkommen. Hast du gesehen, wie billig die Aktien deines Unternehmens sind? Oh nein, ist deine Tuftuflok kaputt gegangen? Let's start a crate giveaway. Then we need this. Ah.
Attila, willkommen. How are you doing? Damit eins klar ist, der Bahnhof kommt weg, oder du? Willkommen. Wenn du keine Industrie errichtest, mach ich's. Ich sage dir eines. Wir sollten uns zusammentun. Du hast mehr auf dem Kasten, als ich gedacht hätte. Gemeinsam können wir die Welt erobern. Nicht? Gut, dein Pech.
gibt's gar nicht meine Zugstrecke. Verdammt. Hey. Ach, das ist sicher. Okay. Neue Zuglinie. Automatisch. Lokomotive wählen. Muss nochmal zur Post. Okay. Mach das. So. Und dann fährst du nach Baltimore. Haben wir hier Optionator. Free Money Time. Oh, Erik got a crate. Sehr. Sorry, I was busy. Ich werde mir was für dich überlegen, da kannst du sicher sein. Dieses Gebäude da hat mich gestört. Da habe ich etwas umarbeiten lassen. Okay, von hier nach da. Diese da.
Das ist ja wohl die Höhe. Mein Bahnhof war zuerst da. Hallo Ellie, willkommen. Chefs, my friend, hello. How are you doing? Tickets.
It's a lot, you are right. Dang. Nein, doch. Oh. Thank you for the 10T fuel. Thank you, thank you. Nein, doch. Oh. 20. Thank you, thank you. Very kind of you. Nein, doch. Oh. Nein, doch. Oh. 40. Thank you. That's a lot. What a bridge. Why? Grüße zurück in die Eisbärenhöhle. Wie geht's, wie steht's? Es reicht das Geld nicht. Oh, auch gut. Errungenschaft freigeschalten, Streckenwirbel. Du kannst einem Zug Spezialwaggons zuweisen, nachdem du diese erforscht hast. Sie verbessern die Eigenschaften eines Zuges, reduzieren aber die Anzahl der Frachtwaggons, die ein Zug ziehen kann. So etwas über mich schreiben zu lassen! Bist du jetzt völlig verrückt geworden? Baltimore needs more people.
Endlich ist in dieser Stadt mal was los. Findest du nicht? Es tut mir leid. Habe ich dir etwa dein Personal abgeworben? Meine Eltern sind damals aus Europa eingewandert. Ich weiß nicht genau, aus welchem Land. Ich kann mich kaum an sie erinnern. Sie sind gestorben, als ich 2 Jahre alt war. Ein Lokführer. Den nehmen wir. Och nein, wie infantil! Baltimore, Washington. Charlotte, Baltimore. Wir wollen aber noch einen neuen machen. Mein Reporter hat ein paar Leichen in deinem Keller gefunden. So. Again, chefs, thank you so much for the donations. Was dagegen, wenn ich mich breit mache? Lokführer, ja, den nehmen wir. Er kommt hier rauf. Sei froh, dass überhaupt jemand bei dir investiert. Erik, congratulations. Thank you.
Louisville? Wo ist denn Louisville? Nach dem Tod meiner Eltern bin ich in einem Waisenhaus gelandet. Ich weiß, was du von Waisenhäusern zu wissen glaubst. Doch ich hatte Glück. Es lag nördlich von New York. Und es gehörte einem alten Ehepaar, das sich hingebungsvoll um alle Kinder kümmerte. Peach, hello, welcome, and thanks for the follow. Okay, okay. Ein Zugbegleiter, ja, den nehmen wir auch. Kümmere dich gefälligst um deine eigenen Angelegenheiten. Baltimore, Louisville. Hast du gesehen, wie billig die Aktien deines Unternehmens sind? Can unlock. This, yes. Dieses Gefährt erinnert mich an meine Großmutter. Klapprig und langsam. Oh.
Meine Kindheit war nicht unglücklich. Aber ich wusste schon als junge Frau, dass ich mein Glück selbst in die Hand nehmen musste und dass ich mich nicht auf andere verlassen konnte. Als ich 17 war, verließ ich die Ostküste. Ein exklusives Eisenbahnunternehmen lässt sich nicht auf so etwas Profanes wie Geschwindigkeit reduzieren. Ein Wachmann. Den nehmen wir. Der kommt in den profitabelsten Zug. Da haben wir schon einen Wachmann, dann kommt er hier rein. Baltimore must grow. Die brauchen Vieh. Die gebrochene Triebstange sieht aber böse aus. Wollen wir ein Pflaster draufkleben? Ein Wachmann. Unglaublich! Wer hat diesem Primaten das Schreiben beigebracht?
Okay. Got a new guy who reduces costs. Ich ging nach Chicago. Die Stadt vibrierte damals. Anfangs schlug ich mich mit Gelegenheitsjobs durch. Vielleicht hätte ich da schon einen Mann finden und ein schönes, langweiliges Leben beginnen können. Doch das wollte ich nicht. Jemand eingestellt. Zugbegleiter. Ach so. Ich werde deinen Laden auseinandernehmen. Dieses Gebäude da hat mich gestört. Da habe ich etwas umarbeiten lassen. Sabotage. Tut mir leid. Habe ich dir etwa dein Personal abgeworben? Das gibt ja nicht. Jetzt tun wir nur ein Crate Giveaway. Baltimore is not really growing. Ja, dagegen kannst du leider beschwören. Kannst du nichts gegen tun. Können noch versuchen, Baltimore. Stoff. Können noch gucken, wo Stoff produziert wird. Etwa Baltimore mit Stoff versorgen. Default VLAN. Willkommen. Unglaublich! Wer hat diesem Primaten das Schreiben beigebracht? Wo kriegen wir Wolle her? Da.
da gibt eine Weberei. Kriegt man hier alles? Erpresserbriefe. Die gebrochene Triebstange sieht aber böse aus. Wollen wir ein Pflaster draufkleben? Ich werde deinen Laden auseinandernehmen. Das passiert, wenn mir jemand in die Quere kommt. Es geht etwas kaputt. Wo ist denn der? Jacksonville? Ach, die. Ich wollte doch hier irgendwas machen von Charlotte. Erstmal einen Lokführer einstellen. Einen neuen Zug. Acht. Nach Baltimore. Lokomotive wählen. Die. Machen wir schön teuer für euch. Zur Not nehme ich das selber. Husch, husch! Lass die Erwachsenen in Ruhe Geschäfte machen. So. Habe ich da nicht einen Lokführer eingesetzt? Nee, habe ich nicht. Okay. Bandit. Wie gewinnst du die Crate? Musst, ach so, hat er wieder nicht den zweiten genommen, okay. Er macht eigentlich zwei Posts. Oh oh.
Hello, Potato Bot. I think Potato Bot is dead. Redex, thanks for the follow, welcome. Let me check. Den kann ich nur so Sachen verteilen. So, ich wollte das hier anschließen, ne? Kleiner Bahnhof. Wie viele Betriebe willst du denn noch anschließen? Okay, neue Zuglinie. Und hier. Nach da. Okay, Lokomotive. Diese. Hättest du ein bisschen mehr Format, hättest du das nicht getan. Bandit war erfolgreich. Ja, ja, muss man alle Möglichkeiten nutzen. Er bietet Geld? Nee, will ich nicht. Nicht, dass du ein Taschentuch brauchst, wenn ich dein Unternehmen übernommen habe. Weizer. Na doch, die plündern auch bei mir. Das passiert, wenn man sein Unternehmen nicht in Ordnung hält. When thrones are idle.
Jetzt zicken die sich auch noch an. Die. Ja, die habe ich an, genau. Die Epic-Playlist. Gibt's denn das? Jetzt zicken sich die Mitarbeiter gegenseitig voll. Als ob ich nicht genug zu tun hätte. Dein Mitarbeiter ist aber eine wunderbare Ergänzung für meine Belegschaft. Ja, kann man irgendwie nichts machen gegen. Übernehmen. €10 Millionen will er haben. Doch ab und zu kriege ich dann hier bei Personal jemanden, den ich einstellen kann, der jemanden abwirbt, aber das ist nicht immer möglich. Machen noch eine Fracht. Du kannst froh sein, wenn deine neue Lokomotive überhaupt vorankommt. Ich glaube, ich bin so und so auf dem verlorenen Posten. Weil die beiden NPCs schon besser sind als ich. Deutlich besser. Eigentlich will ich ja bloß meine Aufgabe hier schaffen. Baltimore, 100.000 Einwohner schaffen. Aber irgendwie wird Baltimore nicht größer. Da gibt ein Heizer, den stellen wir ein. Er kommt in die profitabelste Strecke rein. Und irgendwann haben die halt mehr als 50% meiner Aktien, ne? Also ich kann das, glaube ich, auch gar nicht verhindern, dass die mich aufkaufen irgendwann. Außer dass ich immer mal Aktien von denen kaufe, aber das ist ja, das ist teuer. Gut, Mensch. Ich wusste gar nicht, dass ich die angebaut habe. Das ist sogar meine.
9. Bei dir kann man einfach rein und raus spazieren und keiner merkt was. Das ist die Fracht, ne? So, da haben wir dann die Fracht. Block genommen. Noch ein Zugbegleiter, na klar, nehmen wir. Hallo, Mr. Pintel. Noch einstellen, dass alle Expresswagen hier mit Post fahren. Mit Postwagen fahren, das erhöht ja noch mal die Einnahmen bei Post. Also ein Postwagen, okay. Analyst, was macht der nochmal? Erzeugt Falschmeldungen um eine Hysterie auf dem Aktienmarkt. Erhöht oder senkt damit Aktienkurse eines Unternehmens. Wir haben den erstmal auf den anderen angesetzt. Wir haben ein bisschen Kleingeld. Mal sehen, dann können wir ein paar Aktien kaufen, wenn der eine schlechte Meldung gemacht hat. Baltimore, Washington. Die beiden fahren nochmal beide hin und her. Okay. Da können wir jetzt den weglassen. Dann machen wir noch so einen Zug. Den machen wir. Also Giro und Post. Mit einer anderen. Anderen Lok. So, we can try again.
No potato world is alive. Rexy, herzlichen Glückwunsch. Der mag den aber nicht. Dann sind alle glücklich. Kauf mir alle Aktien von mir. Ohne Aufgabe ein Heizer. What? Ein Marktschreier, ja, den nehmen wir. Kauf eine Aktie von mir. Gibt's das denn? Stationsvorsteher, was ist das denn? Er stellt Regeln für den Wartungsablauf und senkt dadurch die Wartungsdauer aller Züge. Okay, nehmen wir. Die wollen schon wieder verkaufen, ne? Eigentlich müsste man hier Atlanta anbinden. Hier ist ein fetter Berg. Was fällt dir ein, hier einen Bahnhof zu eröffnen?
kriege ich nicht angeschlossen. Okay, neuer Zug, Knoxville. Mit der fährt mit Fracht. Nach Atlanta. Dann noch eine neue Zuglinie, du nach da. Warum ich deine Mitarbeiter so einfach abwerben kann? Na, die wollen auch einmal bei einer richtigen Eisenbahn arbeiten. Ihr Penner! Kümmere dich gefälligst um deine eigenen Angelegenheiten. Ein Werber. Okay. Ich habe letztens in der Kiste auch eins gehabt, ein G-Fuel-Kit. Ja, jetzt geht wieder voran. Baltimore ist am Wachsen. Baltimore ist growing. I need 100.000 people. Citizens. Neuer Zug von Atlanta nach Charlotte. Ja, was kann ich? Total verstehen. Meine Zug hängt auch noch im Zoll. Wir schicken mal von Atlanta nach Baltimore. Gar nicht. Oh nein! Ist deine Tuff-Tuff-Lok kaputt gegangen? Why? Sei froh, dass überhaupt jemand bei dir investiert. Moonlight, hello. Mayus, hello, welcome. Thank you.
Washington können wir nichts bauen. In Pittsburgh können wir was bauen. Moonlight, don't do this. I don't want you banned from this channel. So, don't say some things. Es reicht and so. No, I don't think so. I'm feeling well. Okay. Wo können wir den einsetzen? Mach man hier. What else we can do? Ist dir noch nicht aufgefallen, dass hier eine Industrie fehlt? Der Analyst hat irgendwie gar nichts gemacht. An deiner Stelle würde ich auch bei mir investieren. Mit diesem Zug wirst du mir aber nicht gefährlich. Schönen Abend, du Heißbär. Schön, dass du hier warst. Almost 300.
Knoxville, Atlanta. Ist da kein Versorgungsturm? Yeah, ein Bandit. Den Wachmann nehmen wir. Den Banditen nehmen wir auch. Dieser Bandit kann sich nicht ewig vor mir verstecken. Erfolgreich. Noch ein Wachmann. Nehmen wir. So, sortieren nach. Lokführer, Mensch, die nehme ich alle. Charlotte, New York. Chefingenieur, habe ich nicht so einen. Let's drink some G fuel. Oh, Mandrill has guessed right. GG. Sour Pixel Potion. Yeah, that's okay. Helping to the chat. I have really horrible stats. It's not so great. Okay.
Mason Darm, hallo, willkommen. Lokführer, nehmen wir. So, wo fehlt ein Lokführer hier? $3 Millionen kosten. Free Money Time. Thanks for posting the code. Let me look. What's this? I can give you 100 coins just for this. Toledo. Toledo is also a big city. What else we can do? Mit diesem Zug wirst du mir aber nicht gefährlich. Spion. Spion, wo ist er da?
Hier hat so ein Reporter rumgeschnüffelt. Hast du den etwa geschickt? Industriespionage? Ha, offensichtlich weißt du dir ja nicht anders zu helfen. Kühlwagen erhalten, yeah. Come on, Baltimore, grow, grow. Then my campaign is done. Noch ein Lokführer? Nehmen wir. Stationsvorsteher. Haben wir so einen schon? Nein. Nehmen wir. So, profitabelste Züge. Da. Wir kriegen einen Lokführer. Und Gastarbeiter. Halte dich da raus. Dieses Angebot ist für mich bestimmt. Nö. Nö, nö, nö. So. Der macht irgendwie gar keinen richtigen Gewinn, ne? Atlanta, entweder schlechtes Personal oder schlechtes Material. Oder beides. Mein Lokführer. Wenn ich mit deinem Unternehmen fertig bin, sind nur noch kleine Krümel übrig. Bilde dir nicht ein, dass du alle meine Saboteure abfangen kannst. Dafür stellt man die Leute ein, dass die alle Saboteure abfangen und so. Let's do a crate raffle.
Was auch immer du treibst, der Reporter hat es aufgedeckt. Ist dir noch nicht aufgefallen, dass hier eine Industrie fehlt? Hände hoch, das ist dein Überfall. Oh mein Gott, Hilfe. Da hat er Coins gestohlen. Siehst du das? Verdammt. Lass die Taschen mal zumachen wieder. Noch ein Spion. Hallo Angie. Banker geloben will Besserung. Hanji, Winzer Crate. GG. GG. Yes, grab this code, everyone. It doesn't cost anything. Spion, ja. Den nehmen wir. Von meinen Ergebnissen. Okay, das haben wir. Wo ist denn diese andere? Hier. Lokomotive wählen. Das denn ja. Moment, Fracht. Fracht Express.
Railway Empire, yes. It's all about trains. You can put people on the trains. For example, this train can has Lokführer, Heizer, Zugbegleiter und Wachmann. Da hängen wir einen Postwagen und einen Speisewagen an. Schon gibt ein Lokführer eingestellt. Den setzen wir hier gleich rauf. Liebsten eine Zack. Eine bessere Lok. Gut. Da haben wir Witz, hallo, willkommen. Dann werden wir auch eine Frachtlok nehmen. Sehr schön, was mir mein Spion aus deiner Forschungsabteilung alles mitgebracht hat. ...86.202. Darum geht's eigentlich. Baltimore muss wachsen. Main Directive ist Baltimore has to grow. Ein Lokführer, ja, den nehmen wir. Ich werde mir was für dich überlegen, da kannst du sicher sein. Dieses Gebäude da hat mich gestört. Da habe ich etwas umarbeiten lassen.
Das hat's ja vollgebracht. Ein Saboteur, ja. Sabotage. Bringt überhaupt nicht, der ist leer. Ich weiß genau, dass die Sabotage auf deine Kappe geht. Maybe somebody needs a coin buff? Shit. Kümmere dich gefälligst um deine eigenen Angelegenheiten. Mich so ein bisschen stutzig macht, ist, dass man hier trotzdem man übelst viele Leute eingestellt hat und gesequert alles und die Forschung weggeforscht hat vor der Nase, trotzdem die Leute besser sind und mehr Züge haben und so. Vielleicht falsch investiert, das kann sein. Noch ein Lokführer, ja, nehmen wir. Wo fehlt denn einer hier? Pittsburgh Wilson Farm. Pittsburgh Toledo, hier könnte einer auf. Los. Das nennst du eine Lokomotive? Riesendarm, congratulations.
Du kaufst Aktien von mir? Was hast du vor? Ja. Mit diesem Zug wirst du mir aber nicht gefährlich. Und was sonst noch? Headhunter. Den nehmen wir. Wir werben einen Wachmann ab. So, was haben wir jetzt noch für den Lokführer? Da kann Lokführer rein. Bleib mir mit dem Headhunter vom Leib! Yeah! Mein Wachmann. Wo können wir den Wachmann einsetzen? Er muss ja in die ertragreichsten Sachen rein. Ja, Toledo, Baltimore. Okay. That's not great. Rein. Schon lohnt sich das wieder. Thanks for posting the code. Everyone grab this code, it's free. Money. Thank you.
In diesem Szenario nicht verfügbar, okay. Was ist das? Hallo. Willkommen. Toledo, Washington. Let's try this. Toledo. Washington. Oh nein! Ist deine Tuff-Tuff-Lok kaputt gegangen? Oh no! I should drink my G Fuel because maybe when I drink it later I can't sleep this night.
86.000, Baltimore, don't grow. Damn. Maybe we try Pittsburgh, Atlanta. Pittsburgh, Atlanta. Where are you? There. You can't go. Oh no. Mit diesem Zug wirst du mir aber nicht gefährlich.
Ein Heizer, yeah. Natürlich. Spion. Spion war nicht erfolgreich. Oh no. Baltimore is not growing. We must provide something to Baltimore, Pittsburgh. To Baltimore. Viel Spaß mit diesem wertlosen Schrott. Was meinst du, warum ich zugelassen habe, dass du die Auktion gewinnst? Oh, wait. Okay. Johnson Hof, wo fährst du hin?
nach Charlotte. Zugbegleiter, ja. Oh, mal schauen, okay. Wachmann ohne Aufgabe, was? Da findet sich was. Professor. Another great giveaway. Die gebrochene Triebstange sieht aber böse aus. Wollen wir ein Pflaster draufkleben? Hmm.
Masonbaum, congratulations. Ein Maxen, hallo. Okay, I'm doing good. Have fun in the skater park. Thanks for saying hi. Ich werde mir was für dich überlegen, da kannst du sicher sein. Hast du gesehen, was da passiert ist? Das kann immer wieder geschehen. Denk dran. Bandit. Dieser Bandit kann sich nicht ewig vor mir verstecken. Baltimore needs more people. Ding. Free money time. Thanks for posting the code. Ein Wachmann, den setzen wir. Hier ein. Stoff. Woher kriegen wir jetzt Stoff? Wer produziert Stoff? Thank you.
10 Millionen. Oh. Diesen Schrott kannst du gerne haben. Lokführer und Zugbegleiter. Cool. Da fehlt noch ein Lokführer. Hier hat so ein Reporter rumgeschnüffelt. Hast du den etwa geschickt? Durch stehende Züge verlierst du Geld. Und das finde ich gut. Achthunderttausend. Hey. Mein Reporter hat ein paar Leichen in deinem Keller gefunden. Damn you. I need 800,000.
Zugbegleiter. Okay. Und Wachmann, ja, nehmen wir. Wachmann, Wachmann. Baltimore ist stuck, Mr. Citizens. That's not good. Oh, da hat aber jemand wirklich ein Problem mit der Zuverlässigkeit seiner Lokomotiven. Now I have 500 points and cannot do anything with it. That's sad. Baltimore. Why? Pizza.
Baltimore prosperiert. Der Aufschwung ist fühlbar. Halleluja! Das Campaign in die neue done. Technik und die Kunst der waghalsigen Eisenbahner hatten sich ausgezahlt. Innerhalb weniger Jahre erstreckte sich ein lückenhaftes Netz aus kurzen Eisenbahnlinien von der Küste bis zu den großen Seen und brachte neuen Wohlstand und eine Periode dynamischer Veränderungen. Instant Code incoming. Träume auf den Plan, die eine gigantische Eisenbahnverbindung vom Atlantik bis an den Pazifik forderten. Die sogenannte transkontinentale Verbindung. Doch wie sollte so ein gewaltiges Jahrhundertprojekt finanziert und umgesetzt werden, wo doch gerade die ersten Schritte unternommen wurden? It was okay-ish. The target was not his strongest company. Next chapter. Sorgfältigste Planung, Tabellen, Zahlen und harte Fakten. Toledo Railways. Der wirtschaftliche Aufschwung ließ die Eisenbahnnetze beständig wachsen. Und auf den Fahrplänen tauchten plötzlich Siedlungen auf, die gerade noch im Nirgendwo gelegen hatten. Das Land war enger zusammengewachsen. Bald befeuerten unternehmerische Eitelkeiten und Gier der Eisenbahntycoons die ersten Konkurrenzkämpfe um lukrative Strecken und Verbindungen. Derweil lag der mächtige Mississippi als Grenze zwischen den pulsierenden Zentren des Ostens auf der einen und den unerschlossenen Siedlungsgebieten und neuen Märkten des Westens auf der anderen Seite. Doch technische Innovation, ungebrochener Pioniergeist und die richtige Nase für das Geschäft sollten auch diese Barriere bald zu Fall bringen und den Siegeszug der Eisenbahn unvermindert vorantreiben. Du bist also der Verrückte, der eine transkontinentale Strecke bauen möchte. Dir ist aber bewusst, dass es schon viele Träumer gab und sie alle grandios gescheitert sind? Und du glaubst, bei dir wäre das nicht der Fall. Oh, ich will dir natürlich keine Illusionen nehmen. Versuch es ruhig. Mein Name ist Cornelius Vanderbilt. Der Cornelius Vanderbilt. Du hast sicher von mir gehört. Ich sehe die Zukunft für Eisenbahnen nicht so rosig und investiere lieber in die Wasserwege. Aber man weiß ja nie. Daher interessiert es mich, welche Ziele du verfolgst. Okay. Speichern. New Safe. 1850. But this campaign we play tomorrow. Yes, this campaign we play tomorrow.
Let's draw the giveaway. Eins wäre jetzt okay. We play Railway Empire. We know. Yes. Good luck, everyone. Congrats to the winners. I say thanks for watching. Thanks for the follows. Thanks for the donations. I will be here tomorrow. Maybe a little bit longer than today. Yeah, please stay in chat. I wait somebody. And bye bye, arrivederci, und auf Wiedersehen. Tschüss, auf Wiedersehen.